Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Jurassic World The Game. Und heute ist es endlich soweit. Ihr hört es im Hintergrund richtig, ja, hier Code 19. Eigentlich hasse ich das über alles. Es nervt mich nur noch mittlerweile, obwohl es ein cooles Feature ist. Aber heute brauchen wir es, denn das dürfte der letzte Code 19 sein. Und dann haben wir endlich den Omega 09. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich bin echt gespannt, was der zu bieten hat. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich komplett reinscheißen, weil da irgendwie dieser Mist kommt, wo man hinterherfahren muss. Das geht hier immer ein bisschen schlecht am Emulator, finde ich. Vielleicht stelle ich mich da auch einfach nur an. Aber bisher haben wir Glück. Ich weiß nicht, vielleicht muss man bei bronzenen Kreaturen, wie es der Giganotosaurus ist, wirklich nur dieses Timing-Zeugs machen, ja, tatsächlich. Dann passt ja. Sehr gut. Egal, darum geht's nicht. Wir wollen den Omega 09. Und eigentlich sollten wir jetzt alle Sachen haben. Ja, wir haben alles. Dann, Leute, heißt es jetzt einlösen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Gut, die meisten, habe ich gehört, haben den sowieso schon. Beziehungsweise, ich habe gehört, dass einige sich den gekauft haben. Ja, kann man machen. Dafür habe ich mich jetzt nicht entschieden. Da ist er. Der Omega 09. Dieser Boss kann ab sofort in deinen Park hinein. Okay. Okay, der hat tatsächlich ein Gehege. Krass. Überrascht mich jetzt. Ich dachte, dass sie den vielleicht. Also ich habe mich wirklich null spoilern lassen. Ich kenne mich hier null. Ich weiß null. Ich weiß null, wie es jetzt abgeht mit Omega 09. Zeigt halt wieder nur, dass wir auf fucking Isla Sorna mehr Platz brauchen. Ja. Wir haben einfach gar keinen Platz mehr. Ich dachte, das wird vielleicht wie die Aqua-Kreaturen einfach eine neue, ja, neue Bereich, aber nee, anscheinend nicht. Ja, ist, finde ich jetzt ein bisschen doof. Wir haben hier wenig Platz, dann werde ich den wohl hier in Isla Sorna ganz rechts oben irgendwie platzieren. Ich hoffe, das reicht, wenn ich das hier wegballer. Hoffe ich. Und kann man den auch dann nochmal nutzen, ist die Frage, in den Kämpfen. So. Ja, moin, ey. Das Viech ist ja. Oh, mein Gott. Leicht übertrieben, nur. Braucht gar nicht viel Platz. Nee, nee. Wie gut, dass die Insel so groß ist. Na, Lydia. Es wird echt mal Zeit, dass man hier ein bisschen upgraden kann. Ja, passt gerade so rein. Wirklich gerade so. Das Viech ist riesig. Jetzt schauen wir mal rein am besten. Du kannst mit deinem Boss in besonderen Events antreten. Bosse haben keine Abklingzeit. Nach Kämpfen, das ist für deine Gegner eher nicht so gut. Oha, das ist nicht schlecht. Ah, komplett übertrieben, ey. Also er in seinem Gehege ist einfach. Also er hat da einfach die Dings, er hat einfach so Gewittereffekte. Gar nicht übertrieben. Ist aber cool mit dem Regen auf jeden Fall. Ich glaube, der hat komplett eigene Animation, oder? Obwohl er ja eigentlich ein T-Rex ist. Nee, das ist schon. Nee, das sind einfach Rex-Animationen. Ach komm, Lydia, ernsthaft? Dem habt ihr jetzt keine eigene Animation gegeben? Also klar, natürlich, er hat so Special-Effekte, aber er ist einfach Rex-Animation. Gut. Auf Level 1 ist er ja wirklich schwach. 308 und 213 ist nicht gut. Schließe alle Boss-Missionen ab, bevor der Timer zurückgesetzt wird, so erhältst du noch mehr BDNS. Was? Noch mehr Missionen? Oh mein Gott. Och, Leute. Oh. Ich dachte, jetzt kann ich mich schön zurücklehnen und das Viech irgendwie durch Fressen hochleveln. Nee, nee, man braucht Boss-DNS. Das heißt, das ist wie beim Indoraptor Gen 2. Ich meine, wir haben es jetzt schon oft gemacht mit der Super-DNS. Also, ich habe ja schon jetzt oft die Viecher hochgelevelt. So ist ja nicht. Ich habe die Super-DNS gefarmt durch Mission. Was sagt die erste Information? Ingen streitet jegliche Beteiligung an der Erschaffung dieses T-Rex ab. Okay, scheint sich allerdings für seine Kampfgewohnheiten zu interessieren. Nichts mit Engine zu tun, okay.
Oh mein Gott. Streichle ein Tier. Wie viel brauche ich denn für ein Level ab? Mich würde nur interessieren. Ach so. Man kann BDNS auch kaufen. Wow. Holy shit. Ja, also ich meine, ich sollte mich nicht beschweren. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde es cool, wenn man Dinge freischalten kann. Aber was mich stört, dass man es jetzt kaufen kann. Weil bei der SDNS, klar, es gab Pakete, keine Frage. Aber im Großteil musste man die wirklich rein erspielen. Das war wirklich eine Seltenheit für Lydia, sage ich jetzt mal, dass du wirklich Sachen schön erspielen kannst in Spielen. Obwohl, ich sagen muss, bei Rise of Berk ist es bisher echt ganz schön, obwohl natürlich wahrscheinlich die krassesten und coolsten Drachen nur kaufbar sind, aber mit echt Geld halt. Aber Boss DNS ist jetzt schon wieder so ein Feature, wo ich sagen muss, ey, jetzt langsam nervt es mich auch. Also mit dem ganzen, mit viel Missionen machen vor allem. Ach Gott. Naja. Was kann ich denn schnell machen? Kartenpakete geht nicht schnell. Wieso kriegt man für Kartenpaket so wenig? Ja gut, okay, weil du hast das Tagespaket. Preissegen-Tickets, Kämpfe streicheln, Code 19 abschließen kann ich schnell machen. Aber Kämpfe abschließen kann ich leider nicht schnell machen. Ja, die 50, die bekomme ich jetzt gar nicht in kurzer Zeit, das ist das große Problem. 8 Kämpfe schaffen wir gar nicht in so kurzer Zeit. Ja, nee, leveln kann ich ihn nicht. Ja, also, hier ist er, Omega 09. Er ist da. Er ist im Park angekommen, Leute. Er sieht schön aus. Aber wir kannten sein Design schon. Was mich nur ein bisschen jetzt wirklich stört, ist, dass er halt wirklich... Aber das ist doch nicht... Der Rex hat doch noch nicht diese Streichel-Animation. Also er hat auf jeden Fall diese, sag ich jetzt mal, Animation, wenn man ihn schlägt. Ja doch, klar, er hat diese extra Effekte. Ich meine, man hat es ja gerade nochmal gesehen, wenn er dann schreit. Kam nochmal ein extra Effekt, aber das mit dem Auge war tatsächlich nur, weil es im Moment so geglüht hat. Ja. Puh. Also, dass man das kaufen kann, nervt mich. Nee, das werde ich ganz sicherlich nicht mit dem Emulator machen. Das werde ich schon wieder erspielen. Habe ich ja jetzt wirklich gesagt, mal hier habe ich bei der SDNS auch durchgezogen. Ist halt nur wieder ein extra Aufwand jetzt, ne? Das ist halt, ja. Könnt ihr gerne schreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich hab's. Habt ihr mit Sicherheit doch schon mal reingeschrieben? Oder habt ihr mich da jetzt wirklich spoilerfrei rangelassen? Es ist auf jeden Fall für mich jetzt eine Überraschung. Also, ich hab's, wenn dann, weggeblendet und nicht durchgelesen, falls es jemand geschrieben hat. Aber schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Fakt ist nur. Ich bräuchte Code 19. Ich bräuchte den Code 19 jetzt einfach. Wir probieren das jetzt mal ganz kurz. Nice, Code 19, da bist du. Wir brauchen zweimal Code 19. Wir streicheln schnell und wir müssen Preissegen-Tickets holen. Das kriegen wir schon hin. Obwohl, Preissegen ist halt auch schon wieder so ein Mist, weil es kostet doch viel Dollarscheine. Das ist halt... Oh, erstmal komplett vom Spiel hops genommen. Alter. Überhaupt nicht auf die Zahlen geachtet. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das mit einem Mauszeiger nicht hin. Bin ich ganz ehrlich. By the way, das ist ja der Pachigalo. Also wenn ich jetzt bei dem rein... Scheiße. Ich möchte eigentlich den jetzt nicht los... Nicht aus dem Park... Verlieren. Aber das Problem ist, ich glaube, wir schaffen das gar nicht mehr. Wir können das gar nicht mehr schaffen, wenn jetzt... Oh boy, Alter. Haben wir doch noch geschafft. Sehr gut. Tier beruhigt. Sehr gut. Wo sehe ich denn die Mission? Ach, hier sehe ich die auch. Sehr gut. Genau, Code 19 abschließen. Ja, dann streicheln wir noch ganz schnell ein paar Tiere. So, Indoraptor, die streicheln wir. Dominus, du bist gestreichelt. Rex, schauen wir auch mal ganz kurz. Ja, genau, der hat eine andere Animation. Gut, der Omega 09 hat schon eine eigene Streichelanimation. Obwohl man das jetzt nicht direkt streicheln. Also, der fühlt sich jetzt... Ah, shit. Der fühlt sich jetzt da nicht wirklich, glaube ich, findet das jetzt nicht so nice, glaube ich, wenn er gestreichelt wird. So, nochmal Code 19. Ja, mich würde nur interessieren, wie krass jetzt ein Level-Up da ist bei dem, weil seine Anfangssätze sind ja wirklich nicht toll. Und kann der endlos leveln? Weil, kannst du den ins Endlose dann... ...scalen? Ich hab's jetzt erst verstanden. Man muss da viel langsamer hinterher. Ich mach das so super schnell. So hektisch. Ah, gut.
Ergibt Sinn. Wieso ich da den ganzen reingeschissen habe. Ich hab's nur. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich es schon mal langsam probiert habe und dann ging es halt nicht, dann habe ich direkt aufgegeben, aber dabei habe ich es einfach im Moment wahrscheinlich zu falsch gemacht. Gut, jetzt ist es eh schon okay. Aber machen wir noch schnell Runde 5 und 5. Dasselbe halt. Witzigerweise habe ich da jetzt verkackt und beim Pachigalo habe ich da beim Timing, obwohl das ein viel kleinerer Bereich ist, in den ich drücken muss, komplett easy abgesahnt. Naja. Ach Gott, zwei brauchen wir jetzt nicht. Einer reicht ja. So, streicheln müssen wir noch. Und 15 Prestige-Tickets. So. Das ist das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch hinkriegen können. Ja, komm. Einlösen. Das ist halt aber auch wieder 15. Wartet mal ganz kurz. Die sind doch... Boah, zwei... Wahrscheinlich kaufe ich mir da jetzt 15 Stück, oder? Das kostet mich 3000. Es kostet mich 3000 Dollar. Naja, gut, Dollar kriegt man schon einigermaßen mit dem Traden. Ja gut, wir können uns von Mosasaurus auch noch welche kaufen, stimmt. Ich habe die WLP-Punkte gerade vollkommen vergessen. Videos angucken werde ich jetzt nicht machen. Ja gut, müssen wir durch. Ich will den jetzt einmal aufleveln. Ich will das jetzt einmal sehen. Was, in der Schnelle, was auf die Schnelle halt funktioniert. Ja gut. 5 sind okay. 5 Tickets sind okay. Die ich mir dann durch Dollar kaufen muss, mein Gott. Das ist okay. So, dann schauen wir jetzt mal, was das genau bringt. Sehe ich hier eigentlich generell die Preise von dieser Super-DNS? Hol dir mehr. Ja, da. Oh gut, ich sehe die Preise halt nicht, aber du kannst dir 1200 kaufen, wahrscheinlich für 100 Euro, oder? Ist halt schade, dieses Pay-to-Win mag ich nicht so ganz jetzt bei der Sache, bin ich ganz ehrlich. Bei der Super-DNS war das nur teilweise so. Man kann halt bei der Super-DNS, das finde ich halt so das Tolle dran, man kann einfach jetzt darauf stolz sein, dass man in dem Fall Indoraptor Gen 1 und Gen 2 auf Level 40 hat. Das ist einfach cool. Ja gut, und der hat ein paar andere Idle-Animationen, sehe ich gerade. Wisst ihr, und hier bei der B-DNS hier ist es schon wie so B-DNS. Kann man halt kaufen, wie man möchte. Ja, egal. Mobile Game. Schauen wir mal. Der frisst gar nicht. Ich hatte jetzt schon Angst, dass er jetzt irgendeine Fressanimation hat, aber nee, der kriegt einfach instant so einen Boost. Obwohl da vorne ein Feeder wahrscheinlich schon sein soll. Keine Ahnung. Aber die Stats haben sich minimal nur aufgebessert. Wie viel kann ich denn insgesamt hier bekommen? Wie viel DNS? Oh Gott, ist schon nicht wenig. 300, 400, 450, 488 und dann kriege ich nochmal einen Bonus von 180. Dann kommen wir bei 668 raus, oder? Habe ich richtig gerechnet? Mit dem Zeug, was wir jetzt davor bekommen haben. Was haben wir denn noch über? Sehe ich das hier irgendwo? Was habe ich noch? 4 Stück. Nee, da habe ich, glaube ich, mich ungefähr errechnet jetzt. Habe jetzt keinen Bock nochmal nachzurechnen, weil ich glaube, das muss eigentlich auf eine gerade Zahl wahrscheinlich kommen. Ja gut, aber er, finde ich, levelt sich nicht gerade krass. Schauen wir mal, machen. Ah, es gibt auch das Boss-Ereignis, fuck. Habe ich ja gar nicht beachtet. Okay, ich kriege ein besseres Paket, je besser er hier kämpft, je weiter er kommt. Aber mit Stufe 2 werde ich wahrscheinlich vielleicht gerade mal den ersten besiegen. Och Gott, das ist ja mies. Ich mache es mal langsamer. Nee, ist schon cool, dass man den Omega 09 hier spielen kann. Nur, ihr merkt es ja wahrscheinlich auch gerade. Oder habt ihr es wahrscheinlich da schon bemerkt gehabt, als ihr ihn selber gekauft hattet? Es ist sehr pay to win. Du kriegst einfach jetzt bessere Belohnungen, wenn dein Omega 09 besser ist. Und der Omega 09 ist logischerweise nur besser, wenn du viel B-DNS hast. Klar, du kannst sie auch erspielen, finde ich an sich eine schöne Sache. Aber primär kannst du auch nebenbei es einfach kaufen. Finde ich schade. Finde ich schade. Krass, Mann. Ah, killt uns zum Glück nicht. Da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, tatsächlich. Ja, wir kriegen vielleicht gerade so das erste Paket. Aber gerade so. Ach, komm, ey.
Gegen den sterben wir sowieso. Da können wir eh nichts machen. Gegen den nächsten. Ach so, er saved sogar einen Punkt. Gut, dann sterben wir erst recht. Ja gut, keine Ahnung. Also, cool. Wir dürfen den Boss spielen, aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass, wenn man den Boss hat, dass man so richtig overpowered ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Man spielt wirklich ein Event, wo man die ganze Zeit die Gegner fertig macht. Das hieß ja auch angekündigt von wegen, ja, zeig denen, wer der Chef ist oder so. Ja, witzig, er steht nicht mehr auf. Mein Omega 09 ist nicht so gut wie der gegnerische. Ihr wisst ja, sonst steht er ja immer wieder auf. Aber krass, das sind einfach so Showdowns. Was heißt, alle Tiere Stufe 30 plus Gegner halt, oder was? Krass. Also, haben sie natürlich krass einen reingebaitet, ne? Also, das, diese Ankündigung hier von wegen, ja, werde zum Big Boss, ja. Sehe ich. Ich schaffe einen, ich kann einen killen. Ich bin der Big Boss, Jungs und Mädels. Ja, ich bin ehrlich, es enttäuscht mich doch irgendwo ein bisschen, aber es war klar, dass es jetzt, du spielst das Ding frei und was rechne ich? Wahrscheinlich rechne ich damit, dass ich jetzt hier jeden Tag ein Legendary-Paket kriege, ey. Was denke ich, wer ich bin? Als ob es das jemals gab. Ach stimmt, ganz früher. Ja. Ist eine nette Sache, aber ich find's krass, dass man jetzt immer noch diese BDNS freispielen muss. Habe ich wenigstens was zu hustlen. Immer drei Tage lang, ey, reinzuhustlen. Ja, ganz lustig, ey. Leute, ich habe ja mega Bock. Ich habe ja mega Bock drauf. Och. Ja, krass, krass. Machen wir noch ein paar Teams. Positivity. Positiv denken. Hier, wartet mal. Können wir ihn hier eigentlich auch spielen? Können wir den eigentlich so normal auch spielen? Weil da steht ja jetzt nirgends irgendwie, wie weit der, da kann man ja, also bei den, nee, warte mal, den gibt's nicht. Okay, ihr habt, was ich nämlich bei euch gelesen habe, war mal, ja, doch, den kannst du spielen, der ist da und so. Und ich hab dann gemeint, nee, das kann ich, das glaube ich euch nicht, weil das wäre doch viel zu weird, aber der ist nicht spielbar hier. Der ist tatsächlich nur hier spielbar. Ja, es ist nochmal bin ich ein bisschen jetzt enttäuscht. Schade, ich dachte, der wäre auch so spielbar, aber das wäre unlogisch gewesen, weil wenn der unendlich scalen kann, was dann schon der Fall ist, dann wäre der in der Arena einfach nur irgendwann overpowered. So. Tut mir leid für das lange Rumgetorke, es ist wirklich eine reine Omega-09-Kritik gerade. Also ich finde, dieses Event ist so eine Sache an sich. Dann schauen wir mal, wegen Teams, dann werde ich jetzt einfach eins nehmen von jemandem, der ganz, ist einer der Ersten, das reingeschrieben hat. Nehmen wir von Ludi, Mekte-Frau, das Team. Triceratops Gen 2, ja komm, lass den mal nehmen, hast recht. Frisch dabei, dann soll er jetzt auch mal sich beweisen. Stegoceratops und, Monostegotops. Also ein komplettes Stegotops-Team. Warte mal ganz kurz. Wo habe ich den eigentlich da? Der ist immer noch Level 30 bei mir, weil wir diese dreckige Monolofo war es, glaube ich, ne? SDNS nicht bekommen. War es Monolofo? Ich glaube, ja, doch, es war Monolofo. Ja. Erstmal gegen Indominus mit 3 Herbivoren. Oh Gott. Alter, das Spiel mag's, will's heute, ja, hat's aber auch halt, ne? Es ist, erstmal bin ich echt ein bisschen enttäuscht und dann auch noch das. Bitte lass mich noch eine Runde überleben. Bitte greif jetzt nicht sofort an. Komm, ich habe doch einen Punkt auf Verteidigung, das weißt du. Ja. Macht halt, ergibt halt gar keinen Sinn, was er jetzt eigentlich gemacht hat, aber fine to me. Ich muss jetzt einfach ultra viel Punkte farmen. Und ihn viele Punkte einsetzen lassen. Ja, ist okay. Der Stegoceratops ist schon der stärkste im Team, oder? Ja, minimal. Minimal mehr Attack. Geil! Ich muss 6 Punkte einsetzen, um ihn umzubringen. Oh Gott. Hey, die Runde ist doch schon wieder so gegessen, oder? Ja, er grillt mich jetzt mit 3 Punkten. Komm, bring mich um. Just do it. Ah ne, Monostegotops ist viel stärker, stimmt. Hat denn so schwach im Kopf?
Ja, passt. Alles gut. Ich hatte gerade kurz gedacht, dass der Stegoceratops unser stärkster ist und hatte kurz Schiss, wieso, oder generell gedacht, dass halt die Gegner einfach viel stärker sind, wirken oder stärker wirken, aber so passt es ja. Ja, dann passt es ja. Boah. Mit 4 Punkten kann er uns wahrscheinlich schon umbringen. Aber mit 3 sollte es nicht gehen. Also, nur mal sicher gehen ist ganz wichtig. So. Ja, das gewinnt man. Ja, ich dachte jetzt irgendwie, der Omega 09 ist hier spielbar. Das habt ihr geschrieben. Wahrscheinlich habt ihr einfach nur generell gemeint, dass der platzierbar ist. Dass der halt auf der Welt platzierbar ist. Weil ich ja meinte, der ist wahrscheinlich nicht eine Arena und so und so. Nee, doch, doch, der ist eine Arena. Vielleicht habe ich jetzt auch übersehen, aber eigentlich. Wir können gleich nochmal richtig nachschauen. Aber Boss ist ja ausgegraut. Vielleicht kommt das ja auch noch. Wer weiß. Boah, das ist der Struggle hier. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der 4 Punkte Verteidigung hat. Maximal 3, ja. Passt. Also, ihr seht selber, etwas kürzere Folge, wirklich Omega 09, reine Omega 09 Folge eigentlich. Ja, bedeutet halt jetzt für mich, bei The Game, diese scheiß B-DNS so zu farmen. Ja, ist halt so. Zugleich ist es schon schön, dass man ihn so frei spielen kann und so, aber es ist auch zugleich wirklich einfach nur schade, finde ich, dass das jetzt so Pay-to-Win schon wieder ist. Ich fände es einfach schön, wenn man in einem Spiel ab einem gewissen Punkt, was bei The Game früher der Fall war, also ab einem, wenn man in so einem Handyspiel ab einem gewissen Punkt nicht mehr viel reinpayen muss, wenn sich die Spielzeit einfach belohnt hat quasi. Ein gewissen Punkt, dass man wirklich alles irgendwie kriegen kann. Leider ist es damit eben nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Viel Spielzeit heißt nicht alles unbedingt. Du kannst immer noch mit musst manchmal Geld ausgeben, du kannst eigentlich nur mit Geld, also in dem Fall kannst du es ja zum Glück nicht nur mit Geld kriegen, aber mit Geld wirklich unglaublich krass beschleunigen und fände ich schade. Das fand ich mit der Super DNS eigentlich ganz cool mit der SDNS, dass du wirklich die nur freispielen konntest, aber so, ja, so finde ich es ein bisschen scheiße, bin ich ganz ehrlich, aber klar, das ist vielleicht dann nur mein Competitive-Gedanke, was weiß ich, der Tryhard-Gedanke, dass man jetzt hier wirklich das Zeug haben möchte und naja, ich habe jetzt eh nicht alles. Ich meine, ich habe auch ein paar Sachen hier verkackt. Also ich bin jetzt nicht der Sammler-Freak hier. Ich habe ja auch ein paar Statuen verhauen. Ich habe, keine Ahnung, ich habe Dinge auch. Ich habe Iguanodon jetzt verkackt. Ich habe nicht alle Kreaturen und so, aber bei der SDNS war ich schon sehr motiviert. Und das ist jetzt ein bisschen, ich bin ehrlich, BDNS bin ich nicht so motiviert, aber mal gucken. Muss man durch. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe ja mich jetzt genügend ausgetobt und euch auf jeden Fall eine Meinung genannt. Ja, das war ich der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich haben wir... Ja, das ist jetzt natürlich so, sage ich jetzt mal, ein Videogrund öfters, dass wir einfach mal den Omega 09 leveln. Ja, ist doch ganz witzig. Ist dann nicht mehr nur Kämpfe und hoffen, dass neue Kreaturen kommen. Aber ja, mal schauen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn ich was vergessen habe, schreibt es gerne auch in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.